So, herzlich willkommen zurück bei der vierten Aufnahme von Worlds of Draenor Beta Preview. Mein Name ist Sascha und hallo an alle YouTuber und an meine Legenden von Exodar, die sich das Video anschauen. Wir haben den Garnisonsbericht jetzt abgeschlossen, dafür müssen wir in die Garnison noch zurückkehren. Wir wollen aber vorher noch diese Portalschließquest und so. Die Lernwirker noch abschließen, also den Questknotenpunkt, den wir vor der Pause angenommen haben. Also im letzten Video angenommen haben. Hier droppen auch ganz interessante Sachen. Falls man den Beruf noch nicht auf Level 600 hat, kann man hier mit diesen Sanitätskästen, Tretern und dergleichen, kann man den Beruf hochskillen, was ich ganz interessant finde. Dadurch braucht man nicht mehr in der alten Welt großartig herumfarmen, falls man sich entscheidet, mit dem Addon neue Berufe auszuwählen. Den Juwelenschleifer-Beruf habe ich eh schon mal kurz erklärt, was sie da geändert haben. Wie gesagt, das sind einige Doppeljuwelen jetzt vorhanden sozusagen. Ansonsten, ist hier schon gedroppt das Buchband für oder das Rezept für Erste Hilfe und für Kochkunst. Bei Erste Hilfe, wenn wir uns kurz anschauen, gibt es jetzt neuerdings wieder, also sind wieder die Öle im Kommen sozusagen. Zuerst haben wir den Mob genommen. Also bei der Erste Hilfe haben wir da diese so eine Art Heiltrank. Dann haben wir etwas, um Krankheiten zu heilen und etwas, um Gifte zu heilen, funktioniert aber allerdings nicht in Instanzen. Und den antiseptischen Verband, den lernen wir mit den Heilmitteln Draenors. Und bei der Kochkunst haben wir auch 700. Küche Draenors gibt es den gegrillten Selchfisch, kein Bufffood. Die Sichelfischsuppe auch kein Bufffood. Das sind bis jetzt die einzigen Rezepte, die man hier gelernt hat noch. Vielleicht findet man dann nur einen Händler, der das anbietet. Aber vorerst einmal müssen wir damit auskommen. So, Portalmeister und so haben wir genug jetzt. Jetzt müssen wir noch die zwei Typen da befreien. Will auf den Blättern reiten. Hooray! Gott, so. Wo ist er? Ah, gehen wir noch ein Stückchen weiter. In dem Baum rum. Plus eine Quest. Die müssen wir retten und eine Quest abschließen. Na, sehr fein. Und zwar brennende Bücherregal gelöscht. Ah, da müssen wir löschen. Womit? Mit einem vollen Wassereimer. Ah, da haben wir Eimer Wasser. Da mehr als einen aufheben. Scheint so. Und was ist mit dem Tisch? Habe ich keinen Eimer jetzt aufgehoben? Probieren wir es nochmal einen Eimer aufzuheben. Sind vielleicht nicht voll. Oje, oje, verpackte Quest.
Jetzt haben wir einen Eimer gefunden. So. Und den Tisch noch löschen. Quest abgeben. Fein, fein. Bitte, bitte. Haben wir den zweiten auch gerettet. Und jetzt ab zum letzten. Ui. Schnell weg von da. Bevor es mich sehen. Und da muss der dritte sein. Ja. Da ist sie ja. Das kleine Kindlein. Kann man da irgendwo abkürzen? Nein, wir müssen nach oben. So, das haben wir jetzt beim Wählen wieder. Was haben wir da? 517. Ja, schon langsam werden die Items besser. Immer noch sockellos. Aber reicht immer noch nicht aus. 512. Und Gabe der Drenei. Na, da bin ich gespannt, was da drinnen ist. Nerzul herausgefordert. Ah ja, den Typ müssen wir noch umhauen da hinten dann. Wo ist Ner'zhul? Regenschlag. Oben. Den müssen wir umhauen. Nichts leichter als das, du Lerntüte. So. So, bereit zum Abgeben. Ah, der kommt eh hoch. Sehr gut. Und wir haben Level 91 erreicht. Sehr gut. Sehr schön. Neue Fähigkeit, haben wir eigentlich sowas? Na, kriegen wir nichts dazu. Level 100er Fähigkeit oder so, na gut. Und sprechen wir halt nochmal mit ihm. Na? Halleluja, weg mit dem Schwachsinn da. So, sprecht mit Profilen auf dem Zwielicht. Okay. Wir haben aber, glaube ich, vorher haben wir gesagt, in die Garnison gehen. Da haben wir nämlich einen Flugpunkt jetzt gerade, Sirge. Annehmen. Speak to. Okay, mit dem nächsten sprechen. Mal so nebenbei erwähnt, das Schattenmontal schaut richtig gut aus, im Gegensatz, oder im Gegensatz, wenn man es mit Burning Crusade noch in Erinnerung hat,
Burning Crusade hat schon nicht schlecht ausgeschaut, das stimmt schon, aber ich finde, das hat jetzt, das Ganze hat was an sich. Zu sehen, wie es sozusagen davor in der Zeit früher ausgesehen hat, das Ganze. So, da ist der Greifenmeister. Lunafall. Ich hoffe, das ist richtig. Wir fliegen da mal kurz. Ach gut, da sehen wir gar nichts. Haben wir da noch mehr Übersicht? Shadow Valley. Eldora. Das dürfte falsch sein. Doch, Außenposten von Archmaster passt schon. Da haben wir eine neue Quest gekriegt. Die holen wir sie gleich. Tut mir leid, ich habe momentan einen sehr trockenen Hals. Wo ist mein Befehlstisch hin? Ah, respawnt wahrscheinlich gleich. Dem gefreiten Tristan in Sturmschild. So. Abgeschlossene Mission ansehen. Mission erfolgreich. Ein Viertel Level ungefähr. Belohnung. Vertrag Brummer Sturm. Stein, die brauchen wir, das ist ein neuer Charakter. Eben nebenbei können wir uns das einmal. Da gibt es auch Items, oder wie? Schimmernde Stulpen. Benutzt, erschafft einen seelengebundenen Gegenstand, der für eure Beutespezialisierung nützlich ist. Die Nachtwache, Erfahrungspunkte für den Anhänger. Gut. Wir haben nämlich einen neuen Anhänger dazu bekommen. Toll. Achso, noch haben wir noch nicht. Zuerst müssen wir erst lernen. Jetzt haben wir dazu bekommen. Bruma. Entrinnen. Und Eigenschaft erhöht die Erfolgschance, wenn das Team einen Nachtelfen enthält. Okay. Schauen wir mal. Dann schicken wir mal auf die Mission. Was brauchen wir da? Dienerschwärme. Entrinnen ist Counter dafür und was haben wir da? Ist jetzt schwer zum Sagen. 73, 82. Was? Ah, Ressourcen kostet das Ganze auch. Zeit ist da, 30, genau. Dann schauen wir uns einmal die andere Quest an. Schwächungszauber. Na, wir machen die Item-Quester und schicken noch einmal sie raus. Im Wald befinden wir uns. Das bringt uns gar nichts. Na, da ist schon sie die bessere Wahl. Gut, und Mission starten in 30 Minuten. Hoppala, machen wir das wieder zu. Schauen wir mal. Gut, jetzt kann ich die zweite auch noch auf Mission schicken. Sehr fein. 73. Schauen wir mal. Auch Action. Zwei im Gange. Beide 29 Minuten. Sehr fein. Na, spring. Mal süß. Nettes Hündchen. So, was haben wir da jetzt? Bereits wandernder Arbeiter. Sprecht mit dem Gefreiten Tristran.
Schätze, wenn ihr dorthin reist. Und wie? Ich kann mit einem Flug für euch einen Weg leiten. Na gut. Bringt mich nach Ashran. Dann machen wir mal die Garnisonsquest weiter und reisen einmal nach Ashran. Und schauen, was uns dort erwartet. Uns fällt es mir erst auf. Mir fehlt eine Fähigkeit. Und zwar, wo man die Crit-Chance erhöht. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Hm, wirklich. Komisch. Schön. Blöd. Naja. Okay. Dieser 60-Sekunden-Buff mit 3 heiliger Macht. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja, klar. Oh, Kanonenboote. Barrieresee. Bin alle Gegend anschauen, wenn wir schon fliegen. Das schaut alles noch sehr Horde-like aus. Vor allem nette Technologie, die hier eingesetzt wird. Von der sieht man in Azeroth gar nichts mehr. Und bis jetzt weder Erz noch Blumen entdeckt, also. Ach, schade. Wo gehen wir hin? Auch eine nette Garnison, eine kleine. Gefreiten. Wo ist der Gefreite? Yes, das ist jetzt kann ich den da suchen auch noch. Also. Archäologielehrer, sehr gut, da haben wir schon mal einen Lehrer, das ist einmal fein. Zenmeister, was anderes gibt es leider noch nicht, oder? Nein, das ist dann noch nicht freigeschalten. Erste Hilfe, Lehrer. Ich bin ganz Ohr. Storm Shield Officer. Wo könnte der sein? Wache, Wache. Bank.
Lernlager, Transmogrifikation, Amboss. Gildenbank. Jetzt schauen wir nochmal da oben, weil da war vorhin ein Fragezeichen. Vielleicht ist er ja schon auftaucht. Jetzt steht er da. Na, da können wir ja lang suchen da unten. Einfach ein bisschen warten. Braucht ihr etwas? Sprecht mit Leutnant Hauer. Dem sprechen wir natürlich auch. Ihr mit eurem Reden immer. Haltet. Ah, da unten ist, muss eh gleich sein. Kürzen wir natürlich ab. Huja! Grab. Was ist das? Tomb of the Fallen Soldiers. Stormwind's Fallen. Tanas Fallen. Alchemielehrer. Schauen wir mal, was da Neues gibt. Ob es was Neues gibt. 500? Nö. Schaut schlecht aus. Reagenzien. Kräuterkunde. Ja, ein paar Lehrer haben wir ja schon gefunden, aber was Sinnvolles lernen tun wir dort nicht. Was kann ich euch? Nett schaut der Leutnant aus. Wir haben nette Rüstung. Mit dem nächsten reden. Tschüss, ja. Dir muss ich reden. Mit wem noch? Mit einem neuen Rekruten und mit Victor. Vindikator. Was haben wir denn? Da oben irgendwo. Was hat der Schönes? Na toll. Hat das wenigstens einen Verkaufswert? Na Gott sei Dank. Stab brauchen wir keinen. Schwert haben wir jetzt eh schon verkauft. Na, haben wir noch nicht. Sehr gut. Wo ich den gut jetzt her habe, frage ich mich. 432er. Komisch. Komisch, komisch. So, jetzt schauen wir mal noch, was in der schönen Kiste ist. Aha. Ein Ranzen startet eine Quest. Bringt den Ranzen zu jemanden. Okay. Und was ist das? Startet auch eine Quest. Findet jemanden in Embari, der sich hervorragend mit Edelsteinen und Magie auskennt. Ah, Juwelenschleifen. Und Schmiedekunst. Sind das jetzt. Sehr gut. So, mit dem Exachen haben wir geredet und jetzt müssen wir nur mit einem neuen Rekruten reden. Und dann kann ich hoffentlich wieder in meine Garnison zurück. Na, da finde ich keine Rekruten. Da haben wir einen Rekruten. Was sind das? Portale nach Sturmwind, okay. Das ist auch gut. Bereit zur Abgabe. Dann gehen wir die Quest einmal flott ab.
Ich weiß, das ist ein altes Leiden, trotzdem auf die Map zum schauen, obwohl man eh nichts sieht. Man probiert es halt immer wieder in der Hoffnung, es klappt einmal. Jetzt kann ich mit dem Nächsten reden. Kauft euch Handys oder Funk oder von mir aus Booten. Aber nicht die Helden von Azeroth da missbrauchen für eure Diskussionsgespräche. Da im Haus drinnen. Was geht euch durch den Kopf? Los, hab ein Glas. Ui. Und den nächsten Begleiter für uns, Eisenfaust, wird von Todesrittern eingesetzt, um mehrere Gegner Schaden zuzufügen. Tod und Verfall. Unheiligen Todesritter. Trades Leibwache begleitet euch und euren Reisenden in Draenor, wenn er einer Kaserne der Stufe 2 oder 3 zugewiesen ist. Erhöht den Erfolgsaussicht beim Kampf kaltblütig. Im Schnee. Okay. Schauen wir mal, wie es eigentlich da ausschaut mit unserem Ding. 17 Minuten. Anhänger. Ganz nett, ganz nett. Ja, unsere Kaserne ist aber noch nicht Stufe 3. Also ist es egal. Und jetzt haben wir noch Folgequest gekriegt. Na. Und jetzt wieder zurück in unsere Garnison. Da werden wir jetzt aber einen Ruhestein benutzen und hoffen, dass wir nicht wieder rausfliegen. Also nicht wieder hängen bleiben. Hat ja ganz gut funktioniert. So. Wir sind zu Hause. Gibt's keine Quest hier? Ah, diese dämliche Treppe können sie auch wegmachen, die stört. Ah ja, unsere Kaserne. Können wir die aufrüsten? Ah, irgendwie? Schade. Rathaus. Das ist die Kaserne. Wo ist das Rathaus? Dann ist das das Rathaus wahrscheinlich. Okay. Gut. Wo müssen wir hin? Ja, da. Zurück. Ja, während wir uns auf den Flug zum nächsten Flugpunkt befinden, also zurück zu unserem letzten Questknotenpunkt, mache ich hier mal einen Cut. Ob es heute noch ein Video gibt, kann ich nicht versprechen. Ich werde aber in den nächsten Tagen werden weitere Videos folgen, unter anderem auf jeden Fall, wenn das Spiel es zulässt, ein Instanzvideo, wo wir ein paar Instanzen uns anschauen werden. Als Tank werde ich das machen. Ja, und ich hoffe, unsere Videos vom Omega Clan Austria gefallen euch. Es werden natürlich auch noch andere Spiele folgen, also wir werden nicht nur World of Warcraft zeigen. So, was haben wir da? Schmiedekunst und Garnisonsbauplan Schmiede 1. Ah, sehr gut. Das werden wir jetzt aber noch machen vorher, bevor wir das Video cutten. Also Kommando zurück. Entschuldigung. War mal zu schnell. Ich hoffe, es haben noch nicht alle abgedreht, ansonsten versäumt vielleicht noch was.
So, den... Bauplan haben wir jetzt nicht erhalten. Oder? Und hier haben wir Juwelenschleifen und die Juwelenschleiferei. Okay, dafür müssen wir energiefüllender Kristall, also da müssen wir etwas erledigen. Ja, das werden wir dann im nächsten Video machen. Jetzt gehen wir noch ins Gasthaus, damit wir ein bisschen einen Ruhebonus ausnutzen können, einen Erholungsbonus erhalten. Was wir jetzt ad hoc finden. Da ist. So, gut. Dann noch einmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, unsere Videos gefallen euch. Wenn ihr Ideen habt, was oder Wünsche habt, was wir zeigen sollen, dann einfach in die Comments rein. Und wir werden schauen, dass wir das dann in den nächsten Videos natürlich veröffentlichen. Also, bis zum nächsten Video hoffentlich. Euer Sascha. Tschüss, Papa.